Ja, okay, mit dem YouTube-Zeichen. Ich war gerade verwirrt, ob das YouTube-Zeichen angegangen ist. Ist aber angegangen. Wir stehen hier tatsächlich vor dem Loch. War letztes Mal ja dann doch ein bisschen mehr. Und dementsprechend wollte ich da jetzt ins Loch stoßen. Was ich letztes Mal nicht machen wollte, weil ich dachte, das wird noch ziemlich lange weitergehen. Und wir hatten ja schon ein bisschen spät im ersten, nenne ich es mal, zurück zu Horizon Stream. Und anscheinend die Kisten hatte er nicht gespeichert. Weil die hätte ich, glaube ich, letztes Mal schon mitgenommen. Gucke mich hier nochmal ganz kurz um. Weil wir kamen ja nämlich hierher und hatten ja quasi die kurze Sequenz hier. Und da haben wir auch gesagt, jetzt ja, wobei die Kiste habe ich gelootet. Machen wir Schluss hier. Weil sonst wäre es halt ja noch später geworden. Aber sieht alles gut aus. Perfekt. Und dann können wir mal in, in das Loch da reingucken. Da kommt ein Notrufsignal her, wo wir nicht wissen, ob es ein echtes Notrufsignal oder eine Falle ist. Und wie ich das hier so denke, tappen wir jetzt erstmal schön in die Falle hinein. Können es aber nicht ändern, weil alle anderen Quests gesperrt sind. Also wir müssen da jetzt rein. So. Die SOS-Koordinaten. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zenith hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Aha, dann gucken wir mal. Sieht jetzt schon fast aus wie so eine Brutstätte. Aber ist tatsächlich nicht als Brutstätte irgendwie, glaube ich, eingezeichnet. Mhm. Gehen wir erstmal dahin, wo wir nicht hin müssen. Um zu gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Weil ich glaube ja, für die Trophies muss ich auch alle Collectibles wieder einsammeln, ne? Also dementsprechend, deswegen gucke ich mich auch nach den Collectibles halt immer so um. Ja, komme ich hier nicht hoch? Ja, jetzt ist ja schon der Weg. Alter, es ist aber tatsächlich auch nochmal... Du stehst im Weg. Zu erwähnen, weil es nicht selbstverständlich ist. Wie viel krass besser die Grafik gegenüber Elden Ring ist. Holy shit, ey. Also nicht, dass die Grafik in Elden Ring wirklich schlecht ist, aber einfach, wie viel besser sie halt in Horizon ist. Das ist halt echt insane. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Ist zum Glück keine Trophy. Echt nicht? Ach was, ich dachte, man muss hier auch wieder alle Collectibles sammeln. Auch hier habe ich mir natürlich die gesamten Trophies noch nicht im Detail angeguckt. Sowas mache ich dann immer erst kurz vorm Ende, wie jetzt auch bei Elden Ring. Das heißt, drei Viertel des Spiels versuche ich wirklich auch Trophy Blind zu spielen. Echt, man muss nicht alle mitnehmen? Krass. Sieht aus wie ein Schwert. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Es ist Thunder Fury. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Also zumindest oben rum sieht es aus ein bisschen wie Thunder Fury. Lol. Ach, da braucht man gar nicht alle Collectibles. Ja, lol. Na gut, drück mal drauf, ne? Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Eluthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Ja, versuche ich trotzdem, Endrex. Na klar, ist jetzt nicht, dass ich sage, ich scheiß drauf. Ich will natürlich, nach Möglichkeit alles mitnehmen, was ich halt schon sehe. Nur meistens scheitert ja die Trophy dann an den Dingen, die du halt übersehen hast. Weil das halt irgendwo am Arsch der Welt versteckt ist. Also ich behaupte einfach mal, die Engine ist halt immer noch dasselbe von Dark Souls 3 Zoom. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Halt ein bisschen mehr Foliage, Shader und Texturen.
Und wieder erkunden wir eine Pharsine-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder okay, etwas, am Ende werden Killermaschinen sein. Okay, was ist denn hier der optionale Weg? Killermaschinen? All dieses Zeug. Ich frag mich, was Sie hier gemacht haben. Wie ich Fasine kenne, haben Sie hier Erstaunliches entdeckt. Ich glaube nicht. Oh, das ist auch noch eine Kiste. Gar nicht gesehen. Von wo kam ich jetzt eigentlich? Von da, ne? Welcher Stand? Die Aussage verstehe ich nicht, Angie. Ja, und DLC? Klar, also wie gesagt, da müssen wir mal schauen, aber ich gehe davon aus, da wird eins kommen. Wahrscheinlich, wie gesagt, Ankündigung Sommer, Spätsommer mit Release, wie gesagt, Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres. Ist ja riesig. Aber ja, offiziell natürlich noch nicht. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, die Zeniths, der Fokus, es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal, das steht fest. Ja. Also im Endeffekt, im Plankenschnack mit Deck 13 haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie das mit den DLCs halt prinzipiell funktioniert. Damals bei Deck 13 und Fokus mit den Search-DLCs haben wir halt ja quasi im Plankenschnack drüber gesprochen. Also wenn es vorher nicht vertraglich schon geregelt ist, dass halt ein DLC halt kommen soll und das wirklich vorher kein Thema war, natürlich tritt dann Bandai Namco an From Software heran. Und sagt halt, wie es jetzt im Falle von Deck 13 war, also jetzt nicht Bandai Namco, sondern damals war es Fokus halt, ey, das Spiel hat sich doch ganz gut verkauft, wir hätten gern DLC, macht ihr eins. Dann ist natürlich die Frage, möchten die Entwickler das machen? Passt das Angebot, was halt der Publisher halt sagt, oder halt eben nicht? Das heißt, natürlich, wenn das vertraglich nicht vorher definiert ist, können sie die nicht zwingen. Dann ist halt die Frage, zahlt Bandai genug, damit halt From Software sagt, wenn das vorher nicht geplant war, ob sie halt noch ein DLC halt machen können und wollen. Und das Wollen ist dann im Zweifel halt, wie gut wird es bezahlt? Und da sie halt dann wahrscheinlich das Geld nehmen wollen, werden sie wahrscheinlich sagen, ja klar, machen wir. Außer sie wollen halt tatsächlich nicht, weil sie halt schon keinen Bock mehr haben, keine Ideen oder was weiß ich, oder genug Geld oder der finanzielle Aspekt halt nicht passt, dann können sie halt sagen, natürlich nein. Aber das ist halt eben immer Vertragslage, was sie halt vereinbart haben oder definiert haben. Da oben ist doch eine Kiste, lol. Wieso habe ich die denn gerade nicht gesehen? Na, holen wir die da unten? Ja, die Verkaufszahlen waren super. Also ich gehe davon aus, dass halt das Interesse halt bei Bandai schon da sein wird. Die Frage ist, ob Interesse bei From Software ist. Was das nächste Spiel ist, was vielleicht schon in der Mache ist, wie die Kapazitäten sind und wie viel halt Bandai halt bietet. Natürlich könnte man jetzt halt so argumentieren, weiß auch durch den Erfolg des Spieles From Software,
was ihr Wert ist. Und wenn Bandai natürlich irgendwas unter Wert halt haben will, wird From Software dann auch wahrscheinlich sagen, dabei entwickeln wir schon das nächste Spiel. Aber das ist halt eben dann immer so eine Frage, ne? Weil mit Erfolg wird man ja immer nicht billiger. Eine Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Komme ich da schon rein? Ja, erstmal hier die ganzen Butze leer looten. Was ist dahinter? Gar nichts? Ach was. Das ist auch merkwürdig. Hätte ich jetzt echt gedacht, dass hier was drin ist, alleine weil man schon sieht, dass man da rein kann. Also abgesehen von der Tür, die auch darauf hindeutet natürlich. Aber ja, okay. Horizon ist mega, Angie. Horizon ist mega. Bin ich auch gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass auch hier ja das Thema DLC 1 sein wird. Wie gesagt, wobei, das habe ich sogar schon gelesen, dass auch ja schon über einen weiteren Teil, also eine weitere Fortsetzung nachgedacht wird, also gemunkelt wird. Aber erstmal ist natürlich die Frage, gibt es auch hier wie halt Frozen Wilds für den ersten Teil auch ein dickes DLC? Weil das könnte ja theoretisch dann auch schon Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommen. Weil in der Regel, Faustregel, also abgesehen Cyberpunk, kommen die DLCs in der Regel innerhalb eines Jahres. Es ist unüblich, dass sie nach einem Jahr halt rauskommen für ein Spiel. Und wie gesagt, auch da wäre dann ja Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein DLC halt auch für das Spiel denkbar. Auch hier wäre denkbar, dass sie es auch Richtung E3 rum ankündigen, tatsächlich. Dann hätten wir tatsächlich zwei DLC-Ankündigungen mit halt Elden Ring und Horizon. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass halt so schnell was anderes von denen angekündigt wird. Dementsprechend halte ich die DLCs halt für die wahrscheinlichste Variante. So, Code eingeben. 1, 2, 3, 4. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Was? Wie was? Aloy, Backseat Aloy. Du sagst doch sonst immer so viel. Jetzt willst du mir sagen, ich soll ins Protokoll gucken? Ach, du bist doch doof. Wo ist denn das Protokoll? Ich habe keine Ahnung, wo das Protokoll ist. Ja. Protokoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, woher soll ich denn jetzt wissen, was hier das Richtige ist? Also es wird ja wahrscheinlich 237 Notsignal heißen oder SOS oder so. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. Es gibt aber nur 36. Ist ja schon falsch. Thank you.
Aloy 2. Aloy. Das bist du. Ist schon mal ein Teaser, dass Teil 3 mit 2 Aloys sein kann im Koop, wo jeder Aloy spielt. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Vasenev. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurückbringen. Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Oha. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Ja, bin ja mal gespannt, weil noch haben wir ja nichts, was die Schilder irgendwie kaputt machen können. Nee, wirklich, Jinxen würde ich es nicht nennen. Das, machen wir uns nichts vor. Sony will natürlich auch mehr in Richtung Multiplayer gehen. Weil logischer Schritt. Sie. Alleine die Bungie-Geschichte und so weiter und so fort. Aber siehst du auch an Spider-Man, was jetzt angekündigt wurde, wo du halt zwei Spider-Mans spielst. Also dementsprechend nach Miles Morales war es eigentlich auch nur ein logischer Schritt, dass das nächste Spider-Man mit mehreren Spider-Mans ist halt. Und wie gesagt, das kannst du dann halt im Koop spielen. Schwach gegen Säure, alles klar. Ja, gut zu wissen. Letzte Go-Säure. Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ach, das Ding ist schnell. Alter, gar nicht so einfach. Aber gut, dass halt Säure schon mal funktioniert. Ja. Alter, was war das denn? Ach, da lag noch so ein Ding auf dem Boden, ne? Aber ich hänge fest. Was war die andere Schwäche? Hab ich vergessen. Hab Säure gesehen und war glücklich. Aua. Was war das denn? Aua. Schon wieder hier Monster Flipper Mobil. Ja, so sieht's okay. aus. Steinzeitmädchen gewinnt gegen Hightech-Technik. Ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Also an seiner Stelle würde ich mich jetzt ziemlich dumm fühlen. Mit super Technik trotzdem okay. verlieren. Ich komm nach, wenn die Luft rein ist. Mann, Mann, Mann.
Die wäre sogar abnehmbar, die Pulskanone. Eieiei. Das ist derselbe Weg wie eigentlich bei Destiny 1, Vinitus. Ja, schwer waren die nicht. Die sind einfacher als teilweise die anderen Rumflipper-Mopeds. Aber man muss jetzt mal überlegen. Das sind ja eigentlich super futuristische Dinger hier, ne? Und die gewinnen halt gegen Steinzeitmädchen mit Bogen nicht. Also, ist eigentlich schon traurig. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. So. Kistenkissen? Ja gut, ein Battle Pass gab es beim ersten noch nicht, aber die gesamte Add-on-Politik und halt. Na, da war ich. Warte, komm, wir ins Bett, schlaf gut, bis morgen. Starte gut in die neue Woche, mein Lieber. Ich bin gleich da. Beeil dich. Nein, das... Ich muss zu Erend. Also gut, die Frage, ob sie den Aspekt mit reinbringen. Also dass es Multiplayer wird, auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde sogar schon mal im Trailer gesagt, dass du halt Koop spielen kannst. Die Frage ist, ob du halt, wenn du nicht Koop spielen willst, dann zwischen beiden wechseln kannst oder ob du einen einfach nur wählst. Das wäre, glaube ich, das, was ich denke, was passiert. Du kannst halt einfach zwischen einen dieser Spider-Mans auswählen. Aber nicht, dass du quasi dann halt permanent hin und her switcht. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Was hat denn das? Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Das wird ein harter Kampf, wenn ich es direkt angreife. Eine schwere Waffe. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Okay, die Waffe müssen wir uns noch merken. Schild unten! Es ist im Anmarsch! Achso, ich hab sogar niedergeschlagen. Na gut, ich hätte einfach drauf weiterkribbeln können. Das wusste ich nicht. Brauchst du Munition? Gleich mir auf. Hä? Wieso schießt die Waffe nicht? Wieso schießt die Waffe nicht? Achso. Das ist quasi eine Ladungswaffe. Mal ganz kurz hier meine Estus auffüllen. Gott, oh Gott. Soll ich nochmal zuschlagen? Ja, mach doch halt! Also ich weiß nicht, wie man... Na los, schieß nochmal! Damit! Okay. Ich bin jetzt nicht der Nahkampf-Mensch, glaube ich. Okay, hat aber gereicht. Bums. Gott, die schweren Waffen sind so unhandlich. Genau, Pelu.
bin ich betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Erstmal hier mitnehmen. Gut, da war alles gut. Waffe, Waffe, Waffe. Ja, ich sag mal, erstes Konzept, was wir halt tatsächlich dann sehen werden, ist halt zum Beispiel, jetzt habe ich das Spiel vergessen, hier mit Nightwing und Red Hood, was da rauskommt. Wie heißt das? Arkham Knights? Heißt das Arkham Knights? Weil da ist ja auch mehr oder minder Fokus eigentlich auch auf Koop, wie man dann halt wechseln kann. Ja, wo es theoretisch auch gepasst hätte, wo sie es nicht gemacht haben, war Guardians of the Galaxy. Immer gut, einen Vorrat zu haben. So, die Waffe. Habe ich mir eigentlich schon angeguckt, aber gucke ich mir nochmal an. Ich habe keine Ahnung, ob das die Startrüssi war. I don't know. Also die bis jetzt die besten Boni für mich bietet. Ich habe jetzt letzten Stream die Rüstung nicht gewechselt. Was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht mehr. So lange her. Okay, das ist hier kaputt. Komm hier nicht ran. War hier oben nicht noch was? Das war ein Holz an. Nein. Oh, verdammt. Gut, besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Oha. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Hier gibt es wieder Redebedarf. Wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Hat irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Wieso guckst du nicht im Lager? Erend? Alles okay? Ha? Oh, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osram. Es funkte und knallte. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hol schon alles nach. Versprochen. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? So, erstmal hier wieder mit allen quatschen. Ach, ich muss wirklich einmal rumkommen. Aloy, du bist zurück. Ja, ich will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist
ist bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Far so etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wiedervereint wurde. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen. Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Das klingt ja fast so wie seid fruchtbar und mehret euch. In der Kiste sind noch Vorräte. Was? Bedien dich. Oh. Das nehme ich natürlich gerne mit. So. Hat irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Oh Gott. Wo ist Cotallo hin? Stimmt, einmal muss ich auch noch Maschinenstreit, glaube ich, spielen. Oh. Hoffentlich ist so, beides ist... Nee, eins ist da, eins ist da. Die Tür geht nicht auf. Gaia konnte den Zugang wohl noch nicht wiederherstellen. Aloy! Gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Hallo, ich. Wie geht's mir? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es deine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Kann man da irgendetwas tun? Und Schmando, dankeschön. Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahr hoch. Also... Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also... Sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das... Das... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff.
Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht, nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Sinnen jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Sinnen wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Alle verrückt. Danke dir nochmal, Schmalo, für den Ehrensub. Dankeschön, Mon. Und hab viel Spaß damit, Angie. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten? Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Den Neustart der Erde zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobek anordnen würde. Naja, Überraschung. Wir haben es also mit denselben Falsinit-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gérard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die Sie zu und von Ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Mein Fleur, sei gegrüßt, guten Abend. Ich habe jetzt mal kurz einen Gedankenchat. Ich bin jetzt nur nicht zu 100%ig sicher, weil jetzt 2 Monate dazwischen lagen. Wir hatten ja schon mal einen Kampf gegen so eine Drohne und haben auch quasi ja schon sie gesehen. Dass sie halt mit denen dabei war. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, aber ich denke ja, das soll sie sein, ja? Die wir auch schon vor 2 Monaten in diesem Kampf gesehen haben. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, warum die da jetzt einfach hingelegt haben. Und damit die gefunden wird, nachdem sie die dann erstmal dafür benutzt haben. Ich meine, das kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Also entweder wollten sie, dass sie sie findet, was noch nicht klar ist, oder sie wollten es nicht, aber dann ist die Frage, warum legen sie die denn da hin? Ich meine, die sind super fortschrittlich. Ich kann halt die Drohnen mit Pfeil und Bogen kaputt machen und finde einfach hier erstmal den Schlüssel zu Gaia. What the fuck?
Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Ja, okay, jetzt haben wir ja noch zumindest die Flucht, aber im Moment ist es das Gefühl trojanische Aloy. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eluthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Ich bin ja mal auf die Antwort gespannt, aber ein hochtechnologisiertes Volk erschafft einen Klon und ist jetzt aber nicht in der Lage, irgendwie ein fucking AirTag zu integrieren? Und sie flüchtet dann. Ohne AirTag. Lol. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eluthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lange abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eluthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Ja, aber Moment! Stopp! Aber ist ja okay. Ist eine Erklärung. Aber dann schickt sie ein Notsignal, in Klammern, was jetzt wiederum nur Aloy empfangen kann, wo sie drin schreibt 237. Und die anderen können dieses Notsignal mit ihrer Kryptotechnik, weil sie so fortschrittlich sind, nicht verstehen. Ja, ist okay. Weil Plot. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen? Oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden.
Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komm später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Ja, bin aber gespannt. Aber das sind halt immer so, wie du schon sagst, Videospiellogik. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal irgendwann ein Skript schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es besser kann, aber ich würde es versuchen. Es ist halt immer so lustig, ey. Darfst halt wirklich nicht drüber nachdenken. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up, wie die Kaja. Hey, geht's dir und Erend gut? Nichts, das etwas Ruhe nicht richten kann. Bist du okay? Dieses Beta-Ding ist ja echt viel, selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Schön, dass du dich mit Zoro so gut verstehst. Wir lernen sehr viel. Ich habe die Daten durchsucht, um Ideen für ein Geschenk zu finden. Als Dank für die Hilfe beim Studium der Glyphen. Etwas aus der alten Welt, das sie noch nie gesehen hat. Stattdessen erfuhr ich, dass sie sich ausgestopfte Tiere schenkten. Ein totes Tier mit irgendwas auszustopfen. Egal mit was, klingt für meine Ohren alles andere als schön. Vielleicht hilft Gaia dir, was anderes zu finden. Wie kommt ihr mit Beta klar? Ich habe versucht, Erend zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von zwei Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Offenbar haben sich alle eingewöhnt. So plant, alle möglichen Pflanzen hierher zu bringen. Sie meint, ein Heim sollte stets mit neuem Leben erfüllt sein. Hab Erend gebeten, ein paar zu suchen. Er würde lieber gegen ein Schnappmaul kämpfen. Trotzdem, keine schlechte Idee. Könnte diesen Ort etwas beleben. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Ja, das verstehe ich schon. Das ist ja auch okay. Den Teil, den ich dann halt nicht verstehe, ist, wie sie tatsächlich halt entkommen konnte, nachdem sie von einer hochtechnologisierten Rasse, nennen wir sie mal Rasse, erschaffen wurde und einfach abhanden kommen konnte. Wusstest du, dass es also, ja. Das ist halt, nun. Ich sag ja, erweckt so den Eindruck trojanische Aloy. Oder Beta in dem Fall. Willkommen zurück. Aber vielleicht funktionieren jetzt auch schon Apples AirTags hier nicht mehr. Keine Ahnung. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst,
all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht Beta benutzen. Geborgen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Und Stufe 30. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Hey, Gaia. Bin wieder da. Das sehe ich. Kann ich helfen? Also, ich schätze, Beta wird hierbleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie soll dich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt. Sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Zeniths ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Farzenith die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Eluthia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand, die Archive unglücklich. Das hatten wir schon. Nachvollziehbar. Er war oft. Die drei Fehler erfüllt. Brauchst du ihre. Und da ist es wohl. Am besten, aber da. Korrekt. War das nicht ausgegraut? Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen, die Zeniths eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Farzenith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau. Ja gut. Das hatten wir aber auch schon, ne? Oder? Ja, die Unsterblichkeit könnte neu sein.
Peter glaubt, die Zeniths möchten das Leben auf der Erde mit dem Terraforming-System vernichten. Neu anfangen und sie nach ihren Wünschen gestalten. Was unsere Hypothese weiter stützt. Wieso? Mit ihrer Technologie könnten sie die Stämme der Welt mit einfacheren Mitteln auslöschen. Und wenn sie die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben, würden sie die Biosphäre nicht haben wollen wie damals? In ihrer Kolonie auf Sirius haben sie sich bestimmt anderen planetaren Bedingungen angepasst. Vielleicht versuchen sie, diese Umgebung hier nachzubilden. Die Erde zu einem neuen Sirius machen. Ihren persönlichen Spielplatz. Und die Zeniths sind das Volk, das die Erde verlassen hat. Physisch unsterblich. Wie haben sie das geschafft? Soweit wir von Far Zenith wissen, ist es plausibel, dass prominente Genetiker und Ingenieure einen Platz an Bord der Odyssee bekommen haben. Im Tausch gegen ihre Kenntnisse. Mit genug Zeit, Technologie und Ressourcen kann jede Herausforderung überwunden werden. So wie Minerva die Deaktivierungscodes für die Pharaoh-Plage generiert hat. Ganz genau. Die Zeniths. Gerard, Eric, Tilda, Verbena. Beta sagte, sie gehörten zu den mächtigsten Menschen der Erde. Weißt du irgendetwas über sie? Leider weiß ich nichts. Meine Personendatenbank kennt nur die, die an Zero Dawn gearbeitet haben. Außerdem scheint Far Zenith recht verschwiegen in Bezug auf seine Mitarbeiter zu sein. Nur einer, Oswald Dahlgard, wurde je öffentlich bekannt. Genau. Er war damals der Sprecher ihrer alten Startanlage. Was wir aus deinen und Betas Erfahrungen schließen können, ist, dass die Zeniths gnadenlos ihre Ziele verfolgen. Um das Leben auf der Erde zu schützen, müssen wir sie aufhalten. Aber das ist auch schon wieder unlogisch. Die Aussage ist prinzipiell richtig, dass man mit... Was hat sie gesagt? Ich versuche es zu zitieren. Zeit, Technologie und Ressourcen, ne? War das, was sie genannt hat. Jedes Hindernis überwinden kann oder jede Hürde. Ja, ist prinzipiell richtig. Aber wir fassen doch mal zusammen. Die Ressourcen, die sie haben, waren begrenzt, weil sie auf der Odyssee, einem Schiff im Raumschiff, ja, durchs Weltall geflogen sind. Also das heißt, abgesehen von dem, was sie auf diesem Schiff zur Verfügung hatten, hatten sie nicht mehr. Zumindest in unser Wissensstand. Technologie aufgrund, ne, ist, wobei Technologie sind irgendwie Ressourcen, können da ja nicht dazugekommen sein. Und dann kommt aber der wichtigste Aspekt, Zeit. Die sind ja nicht gealtert. Ich meine, wären sie jetzt unsterblich, wenn sie ein Greis wären, könnte man ja sagen, sie haben 50 oder 70 Jahre da rumgeforscht und irgendwas gefunden. Aber die sehen aus wie zwischen 30, wie als ob sie gerade losgeflogen sind. Also dann haben sie nicht nur die Unsterblichkeit entdeckt, sondern auch die Verjüngung, wenn es tatsächlich keine Klone sind. Also was das Spiel gerade suggerieren will. Also das heißt, theoretisch haben sie von ihrem optischen Stand am Tage des Abflugs ein Mittel zur Unsterblichkeit und Alterung gefunden. Ja, aber das mussten sie ja erstmal erfinden, Crazy Nugman. Das wussten sie ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie losgeflogen sind. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel. Und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Ein so präzises Signal erfordert Wissen über das System. Woher hatten die Zeniths das? Laut den Daten auf deinem Fokus hatte Far Zenith einen Informanten bei der Entwicklung von Zero Dawn. Hank Shaw. Er sollte eine Kopie des Systems für Far Zenith stehlen. Aber Elizabeth und Travis Tate hielten ihn auf. Ja. Wahrscheinlich hat Far Zenith das Wissen über das System trotz seines Scheiterns durch ihn erhalten.
Also Stand jetzt, also ich weiß es glaube ich nicht, Crazy Nugman. Kann aber auch sein, dass ich unaufmerksam war, weil auch gerade das Gespräch von mir hier mit Gaia darauf hingedeutet hat, dass sie es erst auf dem Raumschiff erforscht haben müssen und nicht, dass sie schon als Unsterbliche aufgebrochen sind. Also zumindest habe ich das so verstanden. Also, was Beta mir erzählt hat, liegt nahe, dass die Technologie der Zeniths in vielerlei Hinsicht sehr mächtig ist, nicht wahr? Ja. Wie deine Begegnungen mit ihnen anschaulich zeigen, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Sie waren unzerstörbar, aber die Waffe der Rebellen hat ihren Schild zerlegt. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Uns fehlt zwar die Anti-Schild-Waffe, wenn ich aber Hephaestus absorbieren und damit eine enorm große Armee Kampfmaschinen bauen würde, könnte kein Schild diesem Ansturm auf Dauer standhalten. Es gibt Hoffnung. Immer. Ich muss los. Wir sehen uns. Bis dann. Da bin ich ja mal gespannt. Wie das hier Geschichte hier irgendwann mal weitergeht. Okay, ich sehe da oben eine Quest. Das ist etwas laut, Erend. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Entdeckt Musik. Nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Oh Gott, oh Gott. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustartcode. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner? Wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut, die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Ich gebe Bescheid, wenn ich bei den Grimmhörnern bin. Gut. Wenn wir ihre Kontrollkerne bekommen, können wir die Landgötter vielleicht heilen. Ja genau, das ist ja der Punkt, Crazy Nugman. Das ist ja der Punkt. So, dann gucken wir mal auf die Karte, wo wir denn jetzt hin müssen. Und Paddy, komm gut ins Bett, schlaf gut, mein Lieber. Achso, ich muss erstmal rausgehen. Wahrscheinlich hier drin sehe ich jetzt nämlich nichts. Weil wegen Karte. Gehen wir mal raus und dann gucken wir auf die Karte. Schwupp! Wenn die Banub Kälte ertragen, kann ich das auch. So, wo ist denn hier eigentlich das nächste Leuchtfeuer? Ach, da unten. Ja, das Poseidon wäre da unten. Das wäre quasi das zweite. Ansonsten habe ich jetzt keine Ahnung, wo die Grimm-Möwen-Gabelbein, Pelikangebein, Barschaut. Okay, sie sagte im Westen. Brutstätte Kappa, finde den Kern. Ich habe vergessen, wo das sein soll. Wo soll das denn sein? Suche Decker auf dem Hügelkamm auf.
Untersuche die überschwemmten Ruinen. Das konnten wir noch nicht machen. Rede mit im Osterraumlager, bewegt sich zum Treffpunkt. Das wäre da. Ach, das wäre da. Okay. Da waren wir letztendlich auch noch nicht, weil wir da so ein bisschen vorbeigegangen sind. Aber da können wir ehrlich gesagt hingehen. Also theoretisch können wir jetzt heute hier oben so ein bisschen halt noch den letzten Kram machen, bevor wir hier unten zum ich nenne es mal, nächsten Story-Abschnitt aufbrechen. Aber erstmal gehe ich mal ganz kurz den Weg runter zum Lagerfeuer. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Dann machen wir da oben den ganzen Kram erstmal. Achso, ne, erstmal will ich das hier machen. Fubstolten. So, was habe ich denn hier? Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Gerücht. Pass auf, wenn du nach Südwesten reist, Streiterin. Die Rebellen haben sich in den Hügeln niedergelassen. Sie würden dir bestimmt gerne ein Grab schaufeln. Danke für die Warnung. Neues Rebellenlager, der Stock. Klingt, als ob die Tenakt Hilfe mit den Rebellen brauchen können. Sprengschleuder. Oh, jetzt hier gibt's neue Waffen. Sind die neu dazugekommen? Sprengschleuder mit. Was ist denn das? Wolkenberster Schreckschleuder. Diese Ausraumbomben. Kann verbessert werden. Okay. Also, das eine ist Schrapnellwirkung oder was? Ich erkenne noch nicht mal den Statuseffekt. Das eine ist Wasser, das fehlt mir noch. Aber was ist das andere? Den habe ich ausgerüstet. Stolperfalle, Schockbolzen. Und den Bogen. Oh, ich muss jetzt aber erstmal ganz kurz pipi. Lauf nicht weg, bin sofort wieder da. BRB.
Lindenstraße, Lotrien. Lindenstraße. Eine der ersten deutschen Daily, nee, eigentlich war es nicht Daily, sondern Weekly, ne? Soaps, die immer noch läuft, keine Ahnung. Läuft Lindenstraße noch? Also quasi der Vorreiter zu jeglichen anderen Daily Soaps. Also die Frage ist, ob es halt ohne die Lindenstraße sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was es noch alles geben würde. Das müsste eines der ersten und ältesten deutschen Fernsehformate sein. Also was so dieses Serienzeug angeht. Ist vorbei? Echt krass. Geli sei gegrüßt, moin. Ist sie echt vorbei? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, die läuft immer noch. Oh, unser erstes episches Moped. Weiß nicht, ob ich hier diesen Wasserstatus da unbedingt brauche. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier oben machen. Das wäre hier, da haben wir nichts in der Nähe, wo wir hinporten könnten. Da war ich noch nicht. Da ist noch ein Rebellenlager. Und hier hinten wären auch noch Außenposten. Ich weiß halt nicht, ob das hier schon alles so schwer wäre. Also theoretisch nach da. Hier sind wir dann ja nur durchgepäst, weil wir den nicht aufdecken können. Unbekannte Relikt. Okay. Lass dich von der schönen Landschaft nicht in das Licht führen. Echt? 2020? Krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Hier bräuchte ich Schilder Schock. Folge sieht vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spurensieger Reiter zu folgen. Toll. Ey, Leute, hat gerade schon wieder irgendwas gesagt, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Schock habe ich aber auch noch nicht als Pfeilform, ne? Auch schon wieder dumm. Bin schon wieder verwirrt. Genau, die Drahtstante. Davon gehe ich aus, Angie. Davon gehe ich aus. So, gucken wir da hin. Dann haben wir danach noch das Lager. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben.
Schockmunition. Ein Rebellen-Außenposten. Ja, er hat nur keinen Schock. Ich sollte den Anführer finden und die Sache beenden. Kann ich die angehen? Sieht man die Information, ob man die schon überbrücken kann? Ja, kann man. Okay, also die kann ich überbrücken. Dann kann ich mir erstmal schon mal einen von so einem Moped snacken. Also, falls er mich nicht sieht. Ein Verwüster auf der Jagd, gerüstet für einen Kampf. Kann ich den denn überbrücken und warum kann ich den nicht überbrücken? Da scheint jetzt nur stiller Schlag. Hast du was Ja, im Buch stand, ich kann. Da steht entsperrt über Jota. Also gehe ich davon aus, dass ich den kann. Ich meine, ich könnte jetzt auf der Karte durchgucken, wo Jota war. Werkstatt, Tau. Wo war die zweite? Wie ist die? Papa? Mu? Der ist wirklich Mu. Vielleicht habe ich sie auch nicht, weil ich bis jetzt nur zwei gemacht habe. Aber dann hätten sie irgendwie dran schreiben sollen, warte mal, wie sieht das denn bei anderen aus? Na, da sieht man es halt nicht. Nee, da steht gesperrt. Also da ist gesperrt. Also dementsprechend, das kann ich nicht. Da steht nämlich jetzt als Gegenmark, dass das gesperrt ist. Aber die Frage ist, warum kann ich das trotzdem nicht? Muss ich den erschwächen? Also jetzt kann ich gar nichts machen mit dem. Nicht mal mehr stillen Schlag. Ganz ruhig, Aloy. Weiß jemand die Tasten? Ja, okay, das ist falsch. Okay, verstehe ich nicht. Muss ich das erst skillen? Überbrücken ist Dreieck, wenn es geht. Okay. Ich meine, es ging jetzt schneller, ihn einfach zu töten, aber darum ging es mir jetzt halt gar nicht. Oh.
Weil ich wollte jetzt einfach mal einen übernehmen, dass der halt mal ein bisschen mithilft. Nur das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß halt nicht, warum. Na komm schon. Wow. Achso, da war die Waffe. Puff. Ach, das ist einer von den Rebellen. Ja, die sind besonders. Also schon wieder mal Plot. Okay, verstehe. Also da ist wieder die Logik besonders. Da ist, manche sind gleich, aber die sind viel gleicher. Okay. Lol. Was ein Quatsch, ey. Die Logik ist schon richtig. Ja, komm, jedes Rebellenlager kocht hier sein eigenes Süppchen und kann alle können irgendwas programmieren. Eigentlich sind es voll die Superhacker. Jeder. Ganz ruhig. Ach man, ey. Zu viel Loot. Mal dann. Da ist sie. Ruhe. Auf den billigen Plätzen. Weiß ich, wer hier das Sagen hat. Hey, du! Ich sollte nach Magen suchen. Bums. Okay, der war einfacher als der ganze andere Kram. Duka wird sie sehen wollen. Lol. Ja, erstmal wieder auffüllen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. So, damit haben wir ja auch ein weiteres Bonfire. Ja, okay. Also überbrückte, nicht überbrückbar. Oh.
Der Sand zerkratzt meine Rüstung. Das ist frech. Böser Sand. So. Dann will ich nach da. Und das will ich nicht. So, tschüss. Ruine machen. Das weiß ich nicht, Lotrin. Die Apps benutze ich halt tatsächlich gar nicht. Aber wie gesagt, bis jetzt sieht alles soweit hier bei mir gut aus. Eine Ruine der alten Welt, in dem Fels gebaut. Was da wohl drin ist? Eine U-Bahn. Eine Art Tunnel. Ja, was sage ich? Ich sollte mich mal umsehen. Eine Metallblume. An den Ranken komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich es erstmal. Immer später. Menno. Ohne einen Weg an den Ranken vorbei kann ich nichts tun. Ich komme später wieder. Na gut. Irgendwie sehr viel später hier. Unbekannter Beuteunternehmer. Und Sternchen sei gegrüßt, Hallöchen. Verdammt. Das zweite, was hier war. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Achso. Jetzt sehe ich's. Wer schießt jetzt auf wen? Ach, die schießen auf den. Okay, das ist. Aua, das ist okay. Was war jetzt? Schon wieder Wasser. Hab kein Wasser. Zeig mir deine Flügel. Die sind so wunderschön. Was? Oh, das war's. Ruhenpuff. Muss ich um den Berg rum? Hä? Gehe ich jetzt nicht eigentlich komplett falsch? Also eigentlich ja. Ja. Haben wir auch schon. Selbst die ich lieb machen kann, kann ich nicht lieb machen.
Irgendeine Ruine. Da fehlt mir halt irgendwie noch irgendwie das Zeug für die Reliktblumen. Gern weiter. Also das Klettern ist manchmal auch belastend, Chat. Ich komme hier nicht weiter. Also ich kann jetzt aber nicht sagen, spring ab oder geh nach oben oder so. Alter, ey. Nehme ich mit. Ein Turm. Was haben die noch mal gemacht? Habe ich vergessen. Haben die irgendwas gemacht? Auf die alte Welt. Sieht wie eine Art Turm aus, umgeben von Platten. Sieht aus, als wäre ich höher als der Aufnahmeort. Was müsste das sein, ne? Der Turm im Bild hat Ähnlichkeit mit der Tenakt-Siedlung draußen in der Wüste. Vielleicht kann ich das Bild in den Hügeln ausrichten. Ich bin ja schon in den Hügeln. Noch näher, aber da unten sitzt ein Vogel. Den ich jetzt aber nicht scannen kann. Weil geht halt gerade nicht. Ja, aber das wäre jetzt auch schon, ich müsste noch tiefer, ne? Ja, ich muss den Ansichtspunkt da ausschalten, ich weiß. Der alte Beobachtungsposten wäre ein guter Ort, um das Bild auszurichten. Was? Du kommst beim alten Aussichtspunkt? Also wie meint das da, ne? Löschwassermunition könnte sie verletzen. Worauf habe ich beim letzten Mal geschossen, dass ich die instant gedownt hatte? Oh.
Stirb, kleines Vögelchen, stirb. Aua, wo ist mein anderer Loot? Also er ist runtergerollt. Gott, hier ist ja gar keine wilde Vögelei. Vögeln im Duett. Man kennt's. War nicht stark gegen Frost? Nein. Okay. Aua. Aua. War ich jetzt nicht so erfolggekrönt. Aber komplett gefrostet. Gaua, können sie halt nicht fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Weil ich mich irgendwie selbst hier gebrüchelt habe. Alter. Wie man einfach 3 Millionen Mal daneben schießt. Mats ab. Nein, falsch. Das will ich doch haben. Keine Heilkräuter mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach schon mal wieder hier Armageddon. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ich wollte eigentlich nur zum Aussichtspunkt. Es wurde ein wildes Rumgevögel. Man kennt's. Eieiei. So. Ist das jetzt hier der Aussichtspunkt? Ja, hier ist schon mal eine Leiter. Das sieht schon mal gut aus. Okay, ist ein Baum, aber wir nennen es mal Leiter. Neues. Und der Entrix haut zu später schon noch ein Ansternchen raus. Da sage ich dickes Dankeschön für den Support, mein Lieber. Und Angie, viel Spaß mit Emotes. Geschafft. Eieiei. Dankeschön, Hendrix. So, dann haben wir das Moped. Jetzt sind wir nur komplett wieder woanders hingekommen. Eigentlich wollte ich nochmal nach da, aber hier ist kein Leuchtfeuer. Doch, da ist ein Leuchtfeuer, aber hier ist kein Leuchtfeuer. Also, ich wollte eigentlich dann auch nach da. Wo ist das denn? Da ist da. Okay. Bauen wir Pfeile. Die da. Kriegt man eigentlich, das habt ihr jetzt gestern schon geschrieben, ich frage das jetzt nur einfach mal aus erfahrungstechnischer Sicht, wenn man
Platin macht und dementsprechend auch zusätzlich alle Nebenquests. Kann man alle Bäume voll durchskillen, Chat? Oder muss man sich dann für irgendwann entscheiden am Ende? Weil nicht genug Skillpunkte. Weil ihr habt nämlich gestern gesagt, alle. Also man skillt sowieso alles. Okay. Ja gut, dann ist es ja prinzipiell auch egal, weil ich skille. Mögt ihr das? Also nur mal jetzt als Frage. Mögt ihr das, dass man am Ende quasi alles skillen kann und am Anfang dann nur die Frage ist, was man zuerst haben will? Oder findet ihr das nicht geil? Ich sage dazu, ich finde das ein bisschen nicht so geil, weil ich mag es halt lieber, wenn man nicht alles skillen kann, weil im Endeffekt dann auch das Skillen eine Konsequenz ist, also eine Entscheidung, dass ich mich für das eine entscheide und dementsprechend das andere nicht haben kann. Am Ende alles zu haben, fühlt sich für mich immer so an, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, ich kann halt nur entscheiden, was ich eher haben möchte oder wann ich es haben möchte, aber dass ich alles haben werde, steht da quasi fest. Ja gut, zu nicht mehr zurückzukommen, man kann ja vielleicht dann nochmal umskillen. Das kann man ja dann auch machen. Ja, auf Chevron bezogen. Ja gut. Ja. Mein Take habe ich dazu halt schon gesagt. Wie gesagt, ich bin halt eher der halt wirklich Choice and Consequences halt mag. Umskillen, okay. Ab einer gewissen Länge sollte Umskillen drin sein. Wenn das Spiel nämlich zu lang ist, dann möchte ich es auch nicht nochmal spielen, um dann umzuskillen. Also, damit ich halt nochmal anders spielen kann. Also, um es pointiert zu sagen, was ich mit Länge und so meine. Also tatsächlich, ein Spiel vom Umfang von Elden Ring sollte umskillen drin sein, weil ich keinen Bock habe, das ganze Spiel halt nochmal zu machen, weil es dafür zu lang ist. Aber wenn ein Spiel halt relativ kurz ist oder sogar vielleicht linear ohne Open World, muss es nicht unbedingt der Fall sein, weil, ja gut, im Zweifel ein zweiter Run kann halt, sag ich mal, nochmal Spaß machen dann, ne? Wir sind gerade Level, weiß ich gar nicht, Level 30. Bei Elden Ring kann man theoretisch aber auch alles auf Max killen. Ja gut, du kannst dich hinstellen und alles auf 99 ballern. Theoretisch ja, praktisch... Ich könnte die Maschine anzünden. Eine Psyclops-Drohne. Ich würde sie mit der Kuppel an der Basis verbinden, wenn ich ihre Daten hätte. Okay, das war schnell. Alter. Liegt der jetzt am Boden oder ist der explodiert? Ach, der ist explodiert, der war schon tot. Lol, das ging schnell. Das ging schnell. Nur nichts Verdächtiges machen. Ist der jetzt schon tot? Schwach gegen, ich weiß nicht mal, was das für ein Symbol ist. Einfrieren.
Das funktioniert. Alter, es gibt irgendwie zu viele Debuffs mit zu vielen Waffen und Statuseffekten. Den Grünglanz hebe ich mir für was Besonderes auf. Wo war jetzt die Drohne? Kommt dann schon gleich hier wieder vorbei. Achso, ich muss hier drauf. Super, Aloy. Hast du gut gemacht. Doch, doch, es gibt drei Tiere. Aber ich habe die auch schon im ersten Teil nicht benutzt, Captain Slow. Die Maschine ist feueranfällig. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt gerade nicht erwischt. Sieht doch hier schon so prominent dafür die Drohne aus. Aus der Drohne. Dankeschön. Oh, hier, Captain Schildkröte hat mich gesehen. Panzerschnapper. Da haben wir noch verdammt viele drumherum. Bestimmt gleich wieder ein Nukular. Aber der eine Debuff überschreibt den anderen? Weil Feuer ist in dem Moment ausgelaufen, als ich Säure drauf gemacht habe. Oder sieht zumindest nicht mehr aktiv aus. Was halt dann dumm ist. Au!
der Boss. Also das Frostmodul ist jetzt nicht so geil. What? Eieiei, Mori, sei grüß, moin. Alter. Ey, ich war voll, oder? Also zumindest dachte ich, ich sei voll. War ich nicht voll? Das ist, aua. Alter, ich mache aus dir Schildkrötensuppe. Einfach weggefetzt. Finde ich. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich soll das abgeben gehen. Ja, nee, wollte ich nicht. Das Ding hatte ich fertig, ne? Wo war ich denn jetzt eigentlich gerade? Ich hab's vergessen. Irgendwo hier oben. Dann gehen wir noch da unten. Da nochmal ganz kurz gucken. Muss auch da. Tschüss. Einfach aus dem Leben geknispelt, ey. Sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Unfasslich. Die Maschinenreiter von vorhin, die von dem Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Ach du Scheiße. Ich hab gewonnen. Geld her. Ach du Scheiße. Du hast dich mit Steinen beworfen. Tut deiner Visage doch keinen Abbruch. Ach du Scheiße. Da steht schon irgendwie Maschinenreiter-Dings dran. Und da ist eine Flagge. Ich ahne Böses. Ich muss jetzt bestimmt Auto fahren. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Wer will das denn? Der Schaden kommt teilweise aus dem Nix. Okay. Ja, ich hätte das jetzt auch nicht predicten können, Chris. Also das war einfach irgendwie... Puh, schwierig. Brauch halt mal eine bessere Rüstung. Hast du deine Zunge verschluckt? Ja, ich rede mit dem Chat. Ich muss Auto fahren. Ich ahne Böses. Ihr reitet Maschinen, hm? Wer hat euch das beigebracht? Hey, Trupp. Hier ist wohl jemand lebensmüde. Wow. Seht nur die Haare. Was? Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Hey, hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt's? Vielleicht holen wir uns deins. Versucht's doch. Forderst du uns heraus? Ruhig bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit Hekaros neuer Streiterin anlegen. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Wir hatten alle unseren Spaß. Die Straße ist davon. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Das wird der Hammer. Klappe, Päcker. Oh Gott, immer dieses Autofahren, Chat. Hier lang, Grünschnabel, zu deiner Reitmaschine. Gut. Was reitet ihr denn da? Wie viel PS hat das? Hat das ABS? City Notbremsassistent? Einparkhilfe? Ich kann sonst nicht fahren.
Ach, stimmt, wir haben ja gar nicht, wir hätten ja auch heute nochmal über den wo ich gerade kurze Begriffe um mich schmeißen wollte, fiel mir ein, es war ja am Wochenende ESC, der Eurovision Song Contest. Hat den irgendwer gesehen? Ich habe es auch nur in den Nachrichten gelesen. Hast du eine Chance, diesmal nicht letzter zu werden? Du hast einen Bogen dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich tun sie's. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. So lohnt sich die Sache. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Ich möchte die Strecke testen. Ach, wir machen direkt. Legen wir los. Ratzfatz. Okay. Alle bereit machen. Ach du Scheiße. Ich lese gleich nach. Ich muss jetzt erstmal reiten. Jetzt habe ich nur nicht gelesen, was war beschleunigen. Scheiße, gibt's noch mal ein Tutorial? Also ich glaube, ich muss mich erholen. Okay, was ist X? Was stand da? Rennen? So schnell kann ich gar nicht lesen. Das ist schon wie Elden Ring hier. Oh Gott. Aber man hat nur eine begrenzte Anzahl an Pfeilen, okay. Ich hätte das Tutorial gerade lesen sollen. Na, falsch rum. Mumpitzmann! Ich hab keine Ahnung, was ich tue, aber ich bin der Erste. Muss ich da durchreiten? Achso, das soll man wegschießen, ne? Verstehe. Wie weit ist es denn noch? Sind wir bald da? Wir haben auch Pfeile mitgenommen. Verstehe ich das nicht. Au! Ich schieße nie daneben. Tschüss. Das ist ja irgendwie Destruction Derby. Achso, dann kann man auch ausweichen mit R2, verstehe. Like learning by doing. Ach scheiße, das waren normale Pfeile. Ach, Rennbetäubungspfeile. Alter, wie lang ist das Rennen denn? Muss ich eigentlich die ganze Zeit X drücken? Ich drücke die ganze Zeit wie ein behämmerter X. Gewonnen! Ja, okay, hab gewonnen. Ah. Hier, dein Preis für den Rennsieg. Hast du verdient. Du schuldest mir ein paar Antworten. Ich bin Atta. Was die Herkunft der Maschinen angeht, die meisten von uns waren mal Rebellen. Wir dachten, in Regalas Armee könnten wir in einem echten Krieg kämpfen, gegen die Kaja. Doch Regala schlachtete unser eigenes Volk kaltblütig in Fahrlicht ab. Nach Rückkehr ins Lager schlichen wir mit unseren Reitmaschinen hinaus und blickten nie zurück. Seitdem tragen wir Rennen in den Clanlanden aus. Wir fanden, allein sind wir besser dran. Keine Regeln, keine Häuptlinge. Nur schnelle Reitmaschinen und der Geschmack von Blut. Klingt nicht allzu übel, würde ich sagen. Wo ist
dein stiller Freund. Der mit der Maske. Er war nicht im Rennen. Er hat dir seinen Platz überlassen. War bestimmt das Beste. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wäre er hier geblieben, hättest du keine Antworten bekommen. Mag sein. Weißt du, Hex hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt. Direkt am Strand. Wenn du dorthin gehst, ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, überlege ich's mir. Hey, Loi. Bist du zum Rennen hier? Aha. Irgendwas habe ich hier alles bekommen. Ja, ich habe kurz gelesen, was hier geschrieben hat. Also, wie das halt für die Ukraine halt quasi abgestimmt wurde als Zeichen, finde ich total okay. Dass Russland halt disqualifiziert wurde oder besser gar nicht angetreten ist, je nachdem, keine Ahnung, fand ich auch völlig okay. Worüber ich halt nochmal ganz gerne quatschen wollen würde, hat jemand den deutschen Song gehört? Also, ich weiß es nicht, müsste wirklich dann erstmal reinhören. Aber war der echt so schlecht, dass er 0 Punkte verdient hat, hätte? Weil das war halt die Sache, die ich halt auch noch interessant fand. Dass wir halt tatsächlich ja wohl mit 0 Punkten da rausgegangen sind. Aber ich müsste mir den erstmal anhören. Oder vielleicht habe ich ihn auch schon im Radio gehört, I don't know. Das ist Reserve für später. Hast du mal einen Link? Oder hau mir mal irgendjemand einen Link zu dem Song halt rein. Dann kann ich halt sagen, ob ich den kenne oder mag. Also das war jetzt abgeschlossen, oder? Wir haben noch einen Platz, wenn du ins Rennen willst. Nee, das habe ich ja schon gemacht, ne? Ich muss los. Hoffentlich bis bald. Nee, den Stream kann ich hier nicht anmachen. Das kann ich nicht machen. Quest. Achso, nee, das andere muss ich mal eben abmachen, ausmachen. Ach du Scheiße, das nächste Rennen ist da unten. Und da hinten. Holy shit, ey, da kommen wir in 50 Jahren erstmal hin. Bitte nicht. Wenn es geht, gerne im Discord, dann kann ich nachher mal reindingseln. Thema verfehlt. Nee, was offenbar zurzeit eher beliebt ist bei der Masse. Okay. Wobei jetzt ein bisschen plakativ. Weil es auch in die Zeit gepasst hätte. Ich weiß, ich grinse, ich muss aber die Kamera wieder anmachen. Hätte nicht eigentlich, also Nicole nochmal hingehen können? Also das wäre doch thematisch echt am Puls der Zeit gerade gewesen, oder? Hätte doch super gepasst. Also abgesehen, dass er natürlich immer noch die Ukraine gewonnen hätte, aber dann wären wir immer ein Zweiter geworden. Weil die Message des Songs ist ja aktueller denn je. Oder? Vielleicht einfach nur ein bisschen anderen Beat runterlegen oder so. Aber die Message ist schon, schon strong. Ja oder nicht? Das von Electric Callboy habe ich sogar gehört, Hendrix. Ich dachte, dass die sogar angetreten wären. Das fand ich auch eigentlich gar nicht schlecht. Guten Tag. Ehre und Stärke. Du hast dir hier einen Kasten deine Füße und Ringe rausgeholt. Wenn eine fremde Regala herauskommt. Okay, ich glaube, ich habe gerade einen neuen Stamm oder so hier entdeckt. Oder so. Willkommen, Fremde. Zu Hause, Reisende. Na gut. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der richtige Kampf ist der Streit mit dir. Ich hatte Wachdienst. Das ist hart. Das war vielleicht ein Kampf. Der Verwundete. Hört zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde, die das Bollwerk niedergerissen hat. Du hast Regala besiegt.
und ihren Streiter Grudder getötet. Beide gehörten zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen. Also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Also tatsächlich eher so, also unser Song mit der Message, früher war alles besser, wenn ich das richtig sehe, statt hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, oder was? Ja gut, ist vielleicht jetzt gerade so am Puls der Zeit, schlechte Message. Schwierig. Aber ich kenne das Lied halt nicht. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Du bist ein Kaplan, wie Decker. Hast du Decker getroffen? Als ich noch einen Trupp hatte, waren ihre Klingen etwas Besonderes. Und während sie jetzt die Tiefländer berät, berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Du bist nicht wütend, dass ich mit Regala kämpfte? Die Wüste respektiert Stärke. Warum sollte ich das nicht auch tun? Ich würde von ihren Anhängern allerdings nicht dasselbe erwarten. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Ja, später. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Geh du schon vor. Ich warte am Außenposten, solange ich kann. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf deine Rückkehr und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Unser Häuptling verdammt mir sein Leben. So, hier konnte ich Dinge kaufen für die Quest, ne? Genau, die Rohstoffe. Aber jetzt zeigt er mir nicht an, was ich hier brauche, oder? Ich konnte hier auch irgendwie verkaufen, aber ich weiß nicht mehr, wo, wie war das denn? Das ist natürlich dumm, dass er mir nicht anzeigt, was jetzt für die Quest hier kaufbar wäre. Weil ich sehe es draußen, aber ich sehe es hier drinnen nicht. Hm. Achso, das wäre zurückkaufen. Hä,
Hä, aber was kann ich denn hier kaufen, was von Relevanz wäre? Chat, helf mir mal ganz kurz. Ich meine, hier kann ich ja gar nichts kaufen. Nur zurückkaufen. Aber warum ist hier das Symbol... jetzt ist das Symbol weg. Hä? Okay. Dann habe ich... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Fremde. Brauchst du Vorräte? Dann ist es keine Quest, sondern... Ich habe den nur noch nicht angeguckt oder so. Maschinenstreit. Dann soll die Arena erobert haben. Und ich hab's verpasst. Ich hatte Waffen. Ich gebe mein Bestes, um Kunden glücklich zu machen. Das war vielleicht ein Kampf. Warte, du warst dort? Ja. Mögen deine Feinde fallen. Sei etwas, das ist nicht so. Das ist da unten. Ja, okay. Da könnte ich noch abgeben. Wie spät ist es denn heute? Okay. Dann einmal abgeben. Und dann machen wir morgen die Quest weiter. Jetzt heute war ja eher nochmal hier so optionales Einsammeln von, wo ist denn das Leuchtfeuer? Von optionalen Dingen. Die Wahrheit der Vision wurden von dieser Fremden... Da. Nee, aber der hatte mir halt ein Quest-Symbol angezeigt. Deswegen dachte ich, ich kann da was Quest-Relevantes kaufen. Aber da war ja nur halt gar nichts drin. Okay, noch mehr Gerüchte. Okay, hören wir uns nochmal Gerüchte an. Ich sehe dich, Streiterin. Aber ich glaube, das war tatsächlich eher, dass ich den noch nicht mit denen interagiert hatte. Vor ein paar Tagen habe ich östlich des Hains eine große Blumenwiese gesehen. Die alte Darika war auch dort. Ich wollte sie nach Brennspeer zurückbringen. Aber sie wollte nicht. Sie ist auf jeden Fall eine erfahrene Soldatin. Aber ihr Speer ist stumpf geworden, wenn du verstehst. Ich werde nach ihr Ausschau halten. In voller Blüte. Ein weiterer Tag liegt hinter mir. So, dann gebe ich einmal den Kern noch fix ab. Und wie gesagt, nicht böse sein. Heute machen wir ein bisschen... Was heißt Erschluss? Ich meine, wir haben ein bisschen später angefangen, aber gut. Ich häng's heute nicht hinten dran. Wie gesagt, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, ich will noch was fertig machen. Und dann machen wir morgen weiter. Ja, dann gucken wir, dass wir morgen die Quest halt weitermachen. Heute war ja eher so ein bisschen... Ja gut, am Anfang hatten wir ja die Main Story. Also, ja, war Main Story. Findet ihr nicht auch, dass die alten... So, Gaia. Ihre Kleidung ist seltsam. So. Gaia hat die Tür wohl entriegeln können. Im Kampf oh, können wir ein bisschen Gaia? Quatschen. Was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, aber eine Frage. Die Frau, die Val und Erend gebracht haben, ist sie mit dir verwandt? Das ist schwer zu erklären. Sie ist eher eine Kopie. Hm. Gut. Wenn sie dir ähnlich ist, ist sie eine Verstärkung. Vielleicht. Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen.
Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Denen möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Älter aus dem Hain zu locken, war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die Zehn selbst gesegnet. Meine Freundin Talana war wohl in der Basis. Konntest du sie kennenlernen? Nur kurz. Wie tapfer, sich mit ihrer Kaja-Rüstung in Tenakt-Gebiet zu wagen. Sie hat Glück, wenn mein Volk sie nicht bei Sichtkontakt erschießt. Sie wird aufpassen. Sie sucht jemanden, der ihre Hilfe benötigen könnte. Derjenige sollte es wert sein, für ihn zu sterben. Hast du schon mit Wald sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja, die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Kaja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Okay, das hatte ich eigentlich schon. Ich muss gehen. Na dann geh schon. Danke. Ich habe die Erlaubnis zu gehen. Das ist ja wunderbar. War doch hier, dass ich einsetzen muss, oder? Willkommen zurück. Naja. So, schauen wir, was wir hier haben. Hervorragende Wahl. Ich weiß, danke. So, machen wir ein paar andere von diesen lustigen Drohnen. Dieser Hephaestus, der ist wie Gaias persönlicher Schmied. So, dann suchen wir uns raus nochmal ein Leuchtfeuer. Und ich glaube tatsächlich, von dem, wie ich das Spiel jetzt so mittlerweile auch wahrnehme, ist es deutlich ratsamer, also zumindest fühlt es sich so an, als ob ich erstmal in die Story weiter pushe, um halt erstmal Dinge freizuschalten, weil ich immer noch super oft vor Dingen stehe, die ich nicht machen kann, was mich dann halt ärgert. Deswegen eigentlich erstmal die Story weitermachen und dann am Ende quasi das Optionale irgendwie. Oh, schon wieder Gerüchte. Jetzt weiß ich, warum du Else Kling meintest. Die hat ja jedes Mal ein Gerücht. Was ist denn mit dir? Das ist ja wirklich hier. Das ist ja unglaublich. Ich höre, wollen die Rebellen dich tot sehen, Fremde. Aber ich kenne jemanden, der dir Kampftechniken beibringen könnte. Er heißt Liroke. Er trainiert die Soldaten in Brennspeer westlich von hier. Er würde die Streiterin bestimmt gerne in Aktion sehen. Vielleicht besuche ich ihn, wenn ich dort vorbeikomme. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Ja, wenn du mir jetzt nicht spoilern willst, dass man später irgendwie fliegen kann, ja, ja, GG, habt ihr schon verkackt. Hab ich schon mitbekommen. Und das macht dann auch wahrscheinlich das von A nach B kommen einfacher. Ich glaube, die hatten wir vorhin auch schon mal gesehen, ne? Ah, da, nee, die hatten wir, sind das nicht dieselben? Sprengschleuder, da habe ich beide. Ja, warum soll ich denn die erste nehmen? Ja, das werden wir ab morgen machen. Das heißt, da war da tatsächlich dann eher auf die Story halt ein bisschen gehen.
weil, wie gesagt, genau deswegen meine ich halt, dass es halt einfacher ist. Du kriegst halt eben bessere Waffen, bessere Rüstung, halt mehr Funktionen, kannst halt dann irgendwann die Blüten aufmachen und so weiter und so fort. So, einmal speichern hier. Dann mache ich mich nochmal an und ich sage, ich gehe schon einmal aus dem Spiel. Morgen Abend, am Montag, ab 22 Uhr, hoffentlich nicht später, wenn wieder Windows-Update oder irgendwas anderes halt passieren, lol, sehen wir uns da gerne wieder.